Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja endlich Artillerieunterstützung quasi bekommen. Und jetzt schaue ich gerade kurz nach, welchen Rang ich noch brauchte für die Läden. Lokaler Anführer, Meister des Verkaufs Rang 2. Okay, sobald ich den habe, werde ich einen Handelsplatz bauen. Daten. Wassermarsch, Reise nach Grey Garden. Dann machen wir das doch. Karte. Das ist Grey Garden. Ah, da. Da kann ich verstellen, also perfekt, direkt quasi um die Ecke. Ich brauche auch noch genug Kleber, um die neue Klamotte, die ich da habe, mit Taschen zu versehen. Hoffentlich finde ich noch welchen. Sollte man eigentlich. Fällt mein Handy auf die Nase. Egal. Wir reisen nach Grey Garden. Bewaffnet. Willkommen in Grey Garden. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Okay, klingt ja gut. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Und ihr arbeitet gerne so viel? Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Okay. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Grey. Ja. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco, aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Du scheinst etwas verwirrt zu sein, Liebling. Du bist viel zu jung, um dich an Dinge zu erinnern, die vor dem Krieg geschehen sind. Genau, in einer Vault. Ich war in einem Vault, im Kälteschlaf. Verblüffend. Ich muss sagen, Liebling, du siehst erstaunlich gut erhalten aus. Danke. Also, wo war ich? Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Du bist wirklich was Besonderes. Tja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ich bin bei den Minutemen. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber ja, darauf wollte ich hinaus. Das Wasser. Es ist einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung.
Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Ja, das okay. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Minutemen uns helfen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Zustimmen. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ja, danke, Roboter. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Brown? Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja, ich nehme die Kronkorken. Gut, dass ich Mutterbeeren dabei hatte. Brown? Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Aufseher, Brown. Wir könnten etwas Regen gebrauchen. Viel mehr hat er gerade nicht. Dann werden wir uns doch jetzt mal in Richtung der Anlage begeben. Das wäre stehlen und stehlen tue ich jetzt gerade nicht. Nein. Es ist ruhig, zu ruhig. Oh, schön, dass es gerade mal ruhig ist. Keine Gegend. Nur Pipeball, die hinter mir her sprintet. Trotzdem wird wahrscheinlich gleich hier richtig rumgehen. Super Mutant. Ja. Da draußen ist was. Reiper, helfen wir doch uns. Geht er hier plötzlich vor mir, ey. Ja, du musst gleich was tragen. Hey, hier. Hey. Ich habe aus Versehen das Jagdgewehr eingesteckt. Das werden wir dann nachher zerlegen. Dass hier irgendwas explodieren wird. Hey, man schreckt mich doch nicht so. Ist das keine Supermutanten mehr?
Ich habe die Sprengfalle noch nicht mal gesehen. War genial. Durchgekämpft, explodiert. Ich hab mal kurz zu speichern, was sinnvoll gewesen wäre. Ach ja. Ja, mit dem Speichern habe ich es. War ja gleich, stehe hier. Ja, toll. Wir wollen den Grey Garden finden. Ja. Habe ich wieder gut gemacht. Nicht wahr? Das war doch. Hey, war das für Dummheiten? Bin ich ein Spezialist? Kurz abgespeichert. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt machen wir ein schnelles Gespräch. Wir bringen ja ein paar Mutterviren für die Aufnahme. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Das ist ziemlich genial. Natürlich, du musst die Arbeiter drum. Bla bla bla. Ich erinnere mich an ihn. Ich war in einem Vault. Roboter, vielleicht ist die bereit. Du bist wirklich. Tja. Es gibt noch ein. Wenn du Kron. Sag mal. Ja. Ich bin bei den Minutemen. Aber gering. Haben wir es jetzt? In Ordnung. Wunderbar. Unser was? Sei so lieb, wenn du es zum Laufen bringst. Ja. Kronkorken gegen ja. Mutterbeeren. So läuft das hier. Ja, gib her. Brown? Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Nochmal speichern. So, geht's los. Jetzt mal ohne... nicht gesehen. Wieder ein bisschen regenerieren. Vielleicht geht's hier rund. Noch mal kurz speichern. Kommen sie auch schon. Ja, da kommen sie mit 2. Kommt raus, kommt raus. Hast du sie im Visier? Piper behelfen. Thank you.
bin ich? Meisterschütz oder nicht? Das oder nicht? Jetzt mal kurz dahin, wo ich eben explodiert bin. Oder eher gesagt. So. Das Stimpack noch rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt euer Snake und ciao.